Freunde. Ja, ich melde mich hier mal aus einer flachen Welt. Und zwar soll in dieser Welt entstehen ein, ich sag mal, mega großer Rent-Truck. Also so ein Renn-LKW halt, ne? Ja, ich werde das Ganze im Kreativmodus bauen, ohne irgendwelche World Edit oder andere Hilfsprogramme. Ich muss das halt eben alles manuell per Hand setzen. Und das Ding soll ein wenig größer werden. Ja, meine Frage jetzt einfach: Besteht in solchen Fällen Interesse an einem How to build, sprich ein wie baue ich's, oder einfach mal so ein paar Bauabschnitte zwischendurch mal gezeigt, um einfach mal zu sehen, wie der Fortschritt so vorangeht. Fortschritt sollte ja meistens vorangehen und nicht zurück. Ja, da ich bis jetzt noch keinen Server gefunden habe, auf dem ich das Ganze im Word Edit bauen kann, weil das würde die Sache wahrscheinlich erheblich erleichtern. Da es doch da den einen oder anderen Befehl gibt, der halt eben große Flächen oder auch mal eine Rundung mal relativ schnell setzt, da das Ding voraussichtlich hier, ja, ich sag einfach mal, riesig wird, um einfach mehr Details auszuarbeiten. Denn je größer das Ganze ist, je mehr Details sind da halt eben auch möglich. Ja, ich werde das Ganze hier in Vizebeast bauen. Das ist hier die Version, ich meine 1.6.4 Unleashed 1.1.7 aus dem einfachen Grunde, denn hier in dieser Version habe ich schon eingefügt als Zusatzmod den Undo-Kraft-Mod, Ugo-Kraft, nicht Undo. Ugo-Kraft-Mod. Zudem ist hier ja, Solarzellen und so ein Gedönse drin. Unter anderem hier Railkraft ist drin. Dann ist so diverses Viehzeug mit drin. Ja, was haben wir hier noch? Ja, Industriekraft ist mit drin. Traumkraft, da habe ich jetzt noch nichts mitgemacht. Da kenne ich mich auch nicht so mit aus. Dann ist hier Steve Cards mit drin und so diverse andere Kram noch. Unter anderem hier die Applied Energy Sticks oder sowas in der Richtung. Da kann man halt eben Lagersysteme bauen. Somit lässt sich eventuell da in der Richtung auch noch irgendwas machen, dass man diesen Renntrack dann von innen noch ausbauen kann. Zudem ist, das müsste irgendwo hinten sein, genau, Projekt Red Riding. Wie Ring, so steht's da. Dieses Projekt Red, das kann ich euch mal zeigen, das ist eine super feine Sache. Aus dem ganz einfachen Grunde, wenn ich zum Beispiel, ich pack mal hier, was packe ich denn mal ein? Das. Und einfach irgendwie mal so, oh, nehmen wir mal einen Eisenblock. So, wenn ich jetzt hier irgendwas in dem Truck baue und ich setze hier die Blöcke übereinander und ich möchte zum Beispiel halt eine Laterne vergessen. So, und ich möchte zum Beispiel hier oben diese Laterne zum Blinken bringen. So, da bräuchte ich normalerweise erstmal noch einen Schalter. Ein Riesenaufriss, um dieses Ding da oben zum Blinken zu bringen. Hier ist es so, ein Timer hingeklatscht. Dann nehmen wir das Redstone aus dem Redcore Mod. Zack, und schon blinkt diese Laterne da oben. Damit lassen sich zum Beispiel Blinker oder irgendwelche Lichtsignale auf dem LKW besser realisieren. Das Texture Pack wird natürlich dann auch dementsprechend geändert, dass dieses Redstone, das, ja, die Redstone-Lampe sieht ja eklig aus. Bäh. Naja,
Da kommt auf jeden Fall dann noch ein passendes Texture Pack, damit diese Redstone-Lampe halt nicht so widerlich aussieht. So, ich meine, hier kann man noch einen Schalter dran friemeln, dann hört das auf. Genau. So, und aber wieder einschalten und schon geht es wieder los und die Lampe blinkt da oben. Das Schöne ist an der Sache, ich kann hier das Ganze einfach variieren. Das heißt, ich kann das so groß bauen, wie ich das möchte. Und nicht nur, weil ich es kann, sondern weil es geht. So, dann setze ich nämlich einfach meinen Redstone hier oben rum. Vergessen. Zack. So, tak, tak, tak. Tack. Und schon, ich bin auch noch reinfremle, blinkt das Ganze komplett ohne einen riesen Aufwand. Und ja, somit lässt sich halt eben vieles wesentlich leichter realisieren. Ja, wie gesagt, also ich werde das Ganze hier in Vizebeast bauen. Mit Mods. Ja, als zusätzlichen zugefügten Mod ist eigentlich nur der Ugo Kraft Mod. Ugo? Udo? Ne, Ugo. Ugo, glaube ich, war es. Ugo Kraft Mod wegen jeniger Blöcke hier. Was war ich ja was jetzt? Moment. Slide, Slide, Land, Cannon. Der war es nicht. Ach ja, wo war er denn jetzt? Da ist er. Und zwar wegen diesem Block hier. Quatsch. So. So muss er sitzen. Dann wird hier im Prinzip angebaut. Und ja, das Ganze mit Redstone versehen. Und einem Schalter. Und Clips. Und dann läuft das Ganze. Somit kann man zum Beispiel Räder realisieren oder auch ja, diverse andere Dinge noch. Da lasst euch mal überraschen, denn so ein LKW hat schließlich auch Fenster. Und ja, so diverse kleine andere Sachen wie Spiegel und. Da fällt mir mit Sicherheit noch irgendwas zu ein. Wer noch Ideen oder Vorschläge hat, postet es mir einfach in die Kommentare. Und ja, wir werden mal schauen, was dann bei der ganzen Aktion rauskommt. Und ich sage einfach mal und tschüss, bis zum Start des neuen Projekts.